diese Musik passt gerade überhaupt nicht. Aber die Landung ist gut. Die ist. Nein, nein. Und dieses Mal sehr gut. 92 und ein halber Meter. Und ja, Nico ärgert mich schon. Aber das bringt nichts. Und die Führenden sehr unstabil. Und das kostet. Das wird für uns. Also die werden auf jeden Fall schon mal. Nicht die Führung übernehmen, genau. Ich hab das gerade nicht. Ja, verwechselt. Okay, jetzt. Auch wieder sehr schön. Führung ist es nicht, aber man kommt jetzt nah dran, das schiebt es mir ab. Der Kopieren wird irgendwann auf dem dritten Platz. Absprung sitzt extrem gut. Und das wird nicht reichen. Doch, das reicht. Ein Punkt. Das hat gereicht. Und was war das? 92 und ein halber Meter für die Finnen. Jetzt wieder stabil abgesprungen. Und wieder gestürzt. Das. Achso, zwei kommen noch. Damit denke ich, wenn die auf den letzten Platz fahren. Ich denke, dass die. Und auch gelandet. Sehr schön. Instabiler war das. Und sehr hoch hier. Aber wieder gestürzt. Auch gestürzt. Und jetzt müssen sie sich hier anstrengen. Die waren auf dem ersten Platz. Jetzt sind sie zwei Plätze runtergefallen. Und wieder instabil. Das wird wieder nicht reichen. Das und wieder gestürzt. Oh, also die Russen, die. Der ist hoch. Der ist richtig und gestürzt. Zwar überhitzt, nee, nicht ganz. Das war heftigst. Das war heftigst. Bin ich gerade am Überlegen. Weil. Nee, die Folge wird die Folge halt mal heute ein bisschen länger. Jetzt wird das Video schon so ungefähr 10 Minuten sein, also um die 10 Minuten. Und gestört. Das ist Pech. Die Polen haben halt riesen Pech. Und wieder viel zu aggressiv zu schauen. Und die Russen, die haben hier nicht gehört. Und jetzt ist Slowenien. Jetzt haben sie die Chance, Plätze gut zu machen. Reicht auch nicht. Reicht auch nicht. Naja. Jetzt die Russen. Sehr schön. Und man wieder auf die Maus gekommen. Wir befinden uns im Dritten. Achso, und das war der Wahnsinn. Framerate geht runter für die, die jetzt im Video kommen. Jetzt muss ich da mal kurz wieder hochladen lassen. Wieder bald.
Jetzt ist er wieder. Jetzt ist er wieder. Jetzt wird sie wahrscheinlich gleich. Okay. Und extrem passiv, doch das ist was wieder gestürzt. Sie bleibt immer konstant auf 6. Und jetzt der letzte Durchgang. Wer wird die Zakopane gewinnen? Die können schon mal alles. Die werden die Zakopane, denke ich, rausholen. Die werden Platz schon was drin haben. Die werden, ich denke, die Slowenen schnappen. Wieder fehlt. Aber der sitzt. Aber der war noch einigermaßen gut. Und ja. Gut gemacht hier von den Norwegern. Die Musik wieder. Gestürzt. Was ist alles jetzt hier? Da kommt schon in die Top 3. Wer kriegt Bronze? Da haben sie Bronze sicher, die Tschechen. Jetzt sicher landen. Und das ist nicht. Das ist es nicht. Das jetzt könnte sein, dass die. Jetzt wird sie nochmal nehmen. Oh. Silber ist sicher. Und jetzt die Frage, was die Österreicher machen. Absprung sitzt. Landung sitzt auch, das ist souverän. Das ist souverän. Und damit übernehmen die Österreicher die Führung vor den Slowenen. Und ich denke, das wird hier ein Kampf zwischen Slowenien und Österreich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme. Und tschüss.